Es war nur eine kurze Pause bis zum nächsten Formel 1 Grand Prix, aber es hat sich hinter den Kulissen eine ganze Menge getan. Deswegen beschränken wir uns heute auch nicht nur auf die Vorschau, sondern wir haben einen ganz besonderen Gast zugeschaltet, nämlich Alexander Klein, den Geschäftsführer der Öst-Gruppe. Der Anlass dafür sind die immer lauter und immer konkreter werdenden Bemühungen der Formel 1, aber auch anderer Rennserien, dem Nachhaltigkeitsgedanken Rechnung zu tragen. Man redet in der Formel 1 sehr konkret über die Einführung von sogenannten synthetischen Kraftstoffen. Und da ist Alexander Klein als Chef der Öst-Gruppe ein höchst willkommener Experte, zwar nicht direkt involviert in die Formel 1, vielleicht noch nicht, muss man mal sehen. Aber Herr Klein, Sie kennen sich in Ihrer Funktion eben als Chef der Öst-Gruppe genau damit aus. Vielleicht müssen wir erstmal erklären, was ist die Öst-Gruppe überhaupt? Das ist ja doch etwas abstrakter, da gibt es eine konkrete Marke, die dahinter steht. Ja, guten Tag, Herr Okenga. Vielen herzlichen Dank auch für die Möglichkeit und dieses Gespräch. Die Öst-Gruppe ist ein mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz in Freudenstadt. Wir haben 4 relativ unabhängige Geschäftsbereiche. Das ist ein Maschinenbau, das ist einmal Energiehandel, da betreiben wir auch eigene Windparks. Wir haben eine Keimzelle, das ist das Georg Öst Mineralölwerk. Hier werden vornehmlich Schmierstoffe und Bioschmierstoffe hergestellt. Und last not least ist die Öst-Gruppe Gründungsgesellschafter der deutschen AVIA, die vielleicht den meisten bekannt sein dürfte aus dem Tankstellengeschäft. Genau, da wollte ich hin. Bei einer AVIA muss ich immer meinen ersten Tankstopp machen, wenn ich von Ostfriesland runter zum Nürburgring fahre, am Ende der A31. Deswegen kenne ich diese Marke. Und ich kenne sie natürlich auch von der Langstreckenmeisterschaft auf dem Nürburgring, wo sie mit AVIA Racing, mit dem Martol, ich weiß nicht, ob Sie noch dabei sind, aber lange Zeit sind Sie ja. Wir sind noch dabei, wir haben nur den Wagen gewechselt. Okay. Und Sie haben, wie gesagt, einen direkten Draht oder eine direkte Erkenntnis zum Thema synthetische Kraftstoffe. Das wabert ja momentan so ein bisschen. Formel 1 möchte sich jetzt einführen, haben Sie gesagt. Was heißt das? Was ist ein synthetischer Kraftstoff? Klingt ein bisschen nach Plastik auf den ersten Blick. Ja, in der Tat ist der Begriff synthetischer Kraftstoff noch nicht so ganz etabliert in der Bevölkerung. Das merke ich auch immer wieder bei Gesprächen. Letztendlich sprechen wir über sogenannte E-Fuels und das sind Kraftstoffe, flüssige Kohlenwasserstoffkraftstoffe, so wie aus fossilen Quellen, wie wir sie heute im Tank haben, nicht nur bei der Formel 1, sondern in allen anderen Transportmitteln auch. Und diese E-Fuels werden hergestellt, indem CO2 aus der Luft heraus gefiltert wird und dann über eine Elektrolyse und später über eine Synthese quasi mit einem Energieaufwand, der aus Wind oder aus Solarenergie oder Wasserkraft kommt, also grüner Strom, hergestellt wird. Und das fertige Produkt ist ein sehr sauberer Kohlenwasserstoff, eine Flüssigkeit, die Sie heute auch in Ihrem Wagen gleich in den Tank füllen können und ohne Probleme mit Ihrem Fahrzeug weiterfahren. Man kann es auch einem fossilen Energieträger, dem normalen Sprit, den wir heute kennen, beimischen in jeder Art und Weise nach Verfügbarkeit. Also eigentlich ein CO2-neutraler Treibstoff, der einen Verbrennermotor antreibt. Und da kommt hinten auch kein böses CO2 mehr aus dem Auspuff raus. Ja, da kommt das CO2 aus dem Auspuff raus, was Sie vorher eingesammelt haben. Also Sie fahren CO2-neutral, aber da ja dieses Produkt, diese E-Fuels aus CO2 hergestellt wird, was aus der Luft herausgefiltert wird, geben Sie quasi das, was Sie entnommen haben, wieder ab. Das passt ja, Inga, zu einer anderen Initiative, die auch gerade in der Formel 1 die Runde macht an diesem Wochenende. Sebastian Vettel hat ketzerisch gesagt, vor lauter Verzweiflung über seinen Rennwagen mittlerweile ein neues Hobby für sich entdeckt. Also erstmal hat er ein Praktikum, erstmal einen schönen guten Tag euch beiden. Erstmal hat Sebastian Vettel tatsächlich ein Praktikum auf einem Biobauernhof gemacht und hat da jetzt mit Lewis Hamilton heute drüber diskutiert. Und Lewis war sehr interessiert, weil er ja auch sehr für gesunde Ernährung ist. Aber Sebastian Vettel hat auch einen neuen Hashtag. Der Mann, der in den sozialen Medien überhaupt nicht präsent ist, ist jetzt unter dem Hashtag BeePart, aber B mit Doppel-E, also das englische Wort für Biene, aktiv. Und zwar ist er Bienenbotschafter. Und zudem hat er noch mit BWT, der Wasserfilterfirma, eine Initiative gestartet, Schulen plastikfrei zu machen. Ja, das Ganze ist einhergehend mit, wie du schon eingangs gesagt hast, der Nachhaltigkeitsstrategie der Formel 1, die jetzt auch eine eigene Nachhaltigkeitsabteilung gegründet hat, bis 2030 net zero Carbon zu sein. Also genau das, was der Herr Klein eben sagte, eben carbonneutral.
Der Bahrain Grand Prix hat nach dem Rennen erklärt, dass sämtliche Energien für den Grand Prix 2022 aus nachhaltigen Energiequellen kommen werden. Von McLaren habe ich eine fast 30-seitige Nachhaltigkeitsstrategie geschickt bekommen. Aber Chief Technical Officer Pat Simmons hat kürzlich auf einer Motorsport Industry Association Konferenz doch tatsächlich sich deutlich für Verbrennungsmotoren ausgesprochen. Er sagt, sie sind noch lange nicht tot. Herr Klein, ich glaube, Sie stimmen zu, oder? Da stimme ich voll und ganz zu. Der Verbrenner wird zwar im Moment verteufelt, aber mit einem Schritt zurück und etwas mehr Überlegung muss man sagen, der Verbrenner hat noch eine Zukunft. Und vor allen Dingen, und jetzt komme ich nochmal zurück auf die E-Fuels, wir haben ja einen Bestand von 1,3 Milliarden Fahrzeugen. Selbst wenn die reine Elektromobilität, von der ich auch ökologisch nicht überzeugt bin, aufgrund der Entstehung und Entsorgung, muss man sagen, dass der Verbrenner A, immer effizienter wird und B, dieser Bestand an Fahrzeugen auch mit diesen sogenannten E-Fuels betrieben werden kann. Das heißt, selbst wenn wir sagen, E-Fuels sind nur eine Zwischentechnologie oder die Elektrofahrzeuge sind nur eine Zwischentechnologie, wir sollten hier in allen Richtungen vor allem Technologie offen sein, dann haben wir aber die Möglichkeit und nur mit diesen E-Fuels den aktuellen Fahrzeugbestand auch umweltfreundlich in den nächsten 20, 30 Jahren, so lange wie der besteht, auch zu betreiben. Und das ist ja auch wichtig, denn wir haben ja so viele Fahrzeuge, mal abgesehen von den... Das ist, glaube ich, ein Thema, das momentan in der allgemeinen Diskussion permanent übersehen wird. Ja. Dass die ganze Gesellschaft ja negativ gesagt durchsetzt ist mit Verbrennungsmotoren. Und es ist ja nun nicht jeder so gestellt, dass er sich, so die Politik es will, von jetzt auf nachher ein neues, auch noch sehr teures Elektroauto kaufen kann. Sondern wir haben einen Gebrauchtwagenmarkt, der sich etabliert hat, der für viele Menschen immer noch der erste Automobilmarkt ist. Sie müssen sich Gebrauchtwagen kaufen. Gebrauchte E-Autos gibt es nicht. Es gibt nur gebrauchte Verbrenner. Und die müssen, wie Sie richtig sagen, betrieben werden. Und wenn es da einen Weg gibt, das Ganze umweltfreundlicher zu machen, CO2-neutral zu machen, wie Sie sagen, mit dem, was Sie vorher rausgeholt haben aus der Luft, das dann wieder abzugeben, dann ist das ja zumindest mal ein Schritt deutlich besser, als es momentan der Fall ist. Und wie gesagt, das scheint mir momentan genau diese Phase der Transformation, die 30 Jahre dauert, mindestens eine Generation dauert, die scheint mir übersehen zu werden. Abgesehen davon ist es ja auch nicht gerade umweltfreundlich, diese ganzen Autos, die jetzt existieren, danach eben zu verschrotten. Also es geht ja auch darum, reuse zuerst, dann recycle und das sind ja dann auch diese ganzen Stufen. Die Formel 1 hat jetzt tatsächlich schon die ersten Proben 100% nachhaltiger Treibstoffe aus Bioabfällen der zweiten Generation, so schreiben sie es, an die Motorenlieferanten in der Formel 1 Mercedes, Ferrari, Honda, die dann von Red Bull übernommen werden 2022, bekommen. Was genau ist denn das? Ist das das, von dem Sie gesprochen haben? Und wie kann das funktionieren? Also es gibt verschiedene Technologien. In der Tat, wenn Sie von Abfallstoffen sprechen, gibt es auch schon Produkte, die wir seit einigen Jahren bei uns im eigenen Fuhrpark auch testen, die aus Abfallstoffen hergestellt werden können und auch hervorragend funktionieren. Man muss nur eins überlegen, so viele Abfallstoffe, wie wir bräuchten, um die gesamte Flotte weltweit zu betreiben, die haben wir zum Glück nicht. Diese Kraftstoffe, die haben ihre Berechtigung und sollten auch zugelassen werden, was sie heute im Übrigen in Deutschland nicht sind. Aber da arbeitet auch der Verband dran. Die müssen zugelassen werden, weil die Mobilität, die umweltfreundliche Mobilität von morgen, das ist nicht eine Technologie, das ist nicht ein Kraftstoff, sondern das ist ein Puzzlestück zusammengesetzt aus verschiedenen Modulen. Und auch die reine Elektromobilität, die heute ja bei weitem nicht so umweltfreundlich ist, wie sie gerne dargestellt wird. Der Strommix ist immer noch zu einem großen Anteil aus Braunkohle und aus Nuklearenergie hergestellt, weil wir so viel Strom ja überhaupt nicht in Deutschland grün oder in Europa sogar grün herstellen können. Und dann auch noch nicht mal zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn brauchen. Was viele nicht wissen, es sind für mehrere hundert Millionen Euro Strom in den vergangenen Jahren in den Boden geleitet worden. Grüner Strom, weil er zu dem Zeitpunkt der Erstehung überhaupt nicht verwendet werden konnte. Hier greift auch wieder die Technologie
von synthetischen Kraftstoffen, egal welche Technologie man anwendet, oder auch Wasserstoff ist ja die gleiche, das ein ähnliches Herstellverfahren. Hier kann man an Ort und Stelle aus dem grünen Strom ein Produkt machen, welches speicherfähig ist, welches über die bestehende Logistikkette, LKW, Schiffe, Terminal, Läger. Und hier müssen wir sagen, aufgrund der Tatsache, dass die ganze Logistik mit allen Fördermöglichkeiten, mit der Abgabe bis hin zum Endverbraucher besteht, haben wir hier auch viel weniger Aufwand und viel weniger Investitionen, nochmal ein neues Netz aus Ladesäulen zu etablieren, was ja auch nicht gerade umweltfreundlich ist, abgesehen von der Tatsache, dass der Strom durch ganz Deutschland transportiert werden muss. Also es gibt große Vorteile, egal in welche Technologie man schaut. Reine Elektromobilität hat auch seine Vorteile. Sicherlich, ich komme aus der Nähe von Stuttgart, da haben sie einen Kessel. Da geht es mehr darum, dass man keine Abgase hat. Hier sehe ich große Vorteile für die reine Elektromobilität. Aber man sollte sie immer betrachten mit dem Hintergedanken und dem Wissen, dass ökologisch gesehen hier kein Quantensprung besteht zu anderen Antriebsarten und auch nicht zum Verbrenner. Wann sind denn diese E-Fuels alltagstauglich, realistisch an Ihren, jetzt gesagt, Avia-Zapfsäulen zu kaufen? Wann könnte man das tatsächlich, wenn man sich entscheiden würde, das machen? Und muss man da an den Autos was umbauen, in den Motoren, an Dichtungen, sonstige Sachen? Ich erinnere mich, dass mal irgendwann aufkam, als ich Biodiesel getankt habe, dass bei manchen Autos Biodiesel nicht vorgesehen war, weil sich Einspritzdüsen verstopft haben dadurch bei Turbodieseln. Oder dass man auch irgendwann mal Dichtungsprobleme hatte, wenn man E10 oder E20 Treibstoff tanken wollte. Muss man da auch irgendwas umrüsten, wenn man ihren synthetischen E-Fuel fahren möchte? Also, es gibt im Moment Untersuchungen, es gibt sogar schon Freigaben, aber weil der Kraftstoff eben noch keine Normung erfahren hat, gibt es noch keine pauschale Aussage, ob das funktioniert. Es gibt einige Autohersteller, deren Namen ich jetzt mal nicht erwähne, die über 18 bis 22 Monate sehr intensive Tests schon gefahren haben mit diesen E-Fuels, so in dieser Art und Weise, wie sie definiert wurden und künftig aus der Raffinerie kommen sollten. Und das hat problemlos geklappt. Die Automobilhersteller arbeiten noch daran, ob Modifikationen notwendig sind. Ich kann Ihnen aber schon verbindlich von unseren Untersuchungen sagen, dass Beimischungen bis hin zu einer Quote von über 50% keine Veränderung im Motormanagement bedarf und auch hier die Dichtungen, weil es sich halt um sogar einen saubereren Kohlenwasserstoff handelt, als wir heute aus dem fossilen Rohöl gewinnen können. Da sind viel weniger Verunreinigungen und weniger Aromaten, weniger Benzole drin. Es ist weniger giftig, nicht krebserregend. Das hat nur Vorteile und schadet sicherlich dem modernen Motor nicht. Ich selbst bin ja in der Oldtimerei unterwegs und habe hier auch schon erste Tests mit alten Motoren gefahren und das ging wunderbar. Also ich weiß, dass Porsche, ich weiß nicht, ob Sie davon reden oder von jemand anderem, Porsche ist da sehr hinterher. Die haben jetzt ja auch gerade erst verkündet, dass deren Markenpokale bereits mit synthetischen Treibstoffen ausgerüstet und erfahren sollen demnächst. Und bei Porsche gibt es ja auch die Idee von Dr. Frank-Steffen Walliser, dem Entwicklungsvorstand für die Modellreihe 911, dass der 11er eben auf keinen Fall elektrifiziert wird, aber sehr wohl mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden soll mittelfristig. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die dann eine Vorreiterrolle einnehmen. Und ja, und warum? Ich sag, warum auch nicht? Wir reden immer und entschuldigen den Verbrenner und sagen, na ja, aber vielleicht kann man den doch noch irgendwie gebrauchen. Der Verbrenner ist eine Top-Technologie. Und wenn wir den kombinieren mit den E-Fuels, die aus CO2, die sowieso in der Luft entsteht, dann ist ein Verbrenner ein ganz optimales Aggregat, egal ob im Flugzeug, im Schiffsverkehr, im PKW oder im LKW. Man darf sich da gar nicht immer so entschuldigen. Ich weiß auch nicht, warum die Automobilindustrie sich so ein Stückchen in die Ecke stellen lässt, indem sie sich dafür entschuldigen, noch Verbrenner herzustellen. Die Technologie ist ganz hervorragend. Die ist nur im Volksmund jetzt im Moment nicht angesagt, weil aus ideologischen Gründen, vornehmlich aus Berlin heraus, die Trompete in Richtung Elektromobilität gespielt wird. Aber da ist viel Unwahrheit dran, was so in der Presse berichtet wird. Da kann aber ja mit Sicherheit, wenn die Formel 1 den Schritt tatsächlich geht, sich mit diesen Treibstoffen befeuern zu lassen,
auch eine Signalwirkung von ausgehen. Mhm. Wenn Sie das auch machen, würden Sie das auch machen auf der NLS oder mit 24-Stunden-Rennen, Ihr Auto dann in der Klasse für alternative Energien laufen lassen, um zu zeigen, guck, wir haben den synthetischen Treibstoff, mit dem sind wir so schnell wie die anderen, die die Nürburgring-Einheits bin ich sofort dabei. Wird sofort unterstützt, weil sogar die Leistung des synthetischen Kraftstoffs, weil er eben sauberer ist und optimal synthetisch, also künstlich so hergestellt wird, dass er für eine viel bessere Verbrennung noch sorgt im Vergleich zu den fossilen, haben wir sogar Wettbewerbsvorteile auf der Rennstrecke, nehme ich mal an. Das also wir sind dabei. Nicht so laut, da kommt die BOP-Keule gleich. Aber ich darf jetzt hier auch noch mal ein paar Leute zitieren, weil du sagst Porsche, Norbert. Also unser guter Freund Jost Capito, inzwischen Williams Formel-1-CEO, sagt auch genau das Gleiche. Der 911er würde nie elektrisch, aber dennoch carbonneutral werden. Der spricht auch davon, dass enorme Anstrengungen bei Biosprit, aber auch effizientem Wasserstoffantrieb gemacht werden müssen und dass der Motorsport genau diese Herausforderungen schaffen würde. Und Toto Wolff, der Chef von Mercedes in der Formel 1, der bezeichnet Elon Musk von Tesla als Cheerleader seines Unternehmens, als Rockstar, der quasi Marketing betreibt. Und Wolff selbst sagt auch, diese ewige Diskussion Verbrenner versus Elektro versus andere alternative Antriebsmodelle, er sagt, man müsse einen ganzheitlichen Blick anwenden, um eben nicht auf ein und damit vielleicht das falsche Pferd zu setzen. Das geht ja alles in die Richtung, quasi der Mix macht's, wenn ich jetzt mal so jawohl, salopp so sagen ist das darf, auch. Oder? Ganz genau. Mhm. Der Mix macht's. Dann hat sich Formel-E-Gründer Alejandro Agag vielleicht auch ein bisschen geirrt, als er sagte, die Formel 1 müsse irgendwann sowieso mit seiner Serie fusionieren. Das muss doch eigentlich nicht sein, oder? Also auf keinen Fall. Ich halte die verschiedenen Technologien alle als vielversprechend. Auch eine reine Elektromobilität, da werden wir noch Quantensprünge hoffentlich erfahren in der Batterietechnik. Wir werden noch Verbesserungen im Verbrennungsmotor haben, was die Effizienz angeht. Wir werden Wasserstoffantriebe testen und das Ganze denn kombiniert wird unsere Mobilität der Zukunft. Hauptsache, wir kommen weg von fossilen Energieträgern. Und eines möchte ich an dieser Stelle vielleicht, obwohl es nicht in die Formel 1 gehört, noch sagen. Aus diesen E-Fuels können Sie auch grünes Heizöl machen. Und denken Sie mal darüber nach, wie viele Heizölbrenner in Deutschland, gerade in ländlichen Gebieten noch betrieben werden. Und die könnten auch umgestellt werden auf CO2-Neutralität. Das ist doch eine Riesenchance, die im Moment leider noch behindert wird, in Berlin, weil die Zulassung für diese Kraftstoffe nicht erteilt werden. Und dann geht die Kette los. Wenn die Zulassung nicht erteilt wird, dann ist auch niemand bereit, viel Geld in diese Produktionswerke zu stecken. Und dann ist das so ein bisschen der Kreislauf nach unten. Nur um der Elektromobilität, das ist jetzt meine persönliche Meinung, einen besseren Start zu geben. Aber da muss man ja so viel Steigbügel mit auf den Weg geben von Fördermaßnahmen, wenn man nur ein bisschen in andere Richtungen, in andere Technologien fördern würde, dann würden wir auch im Sinne der Umwelt einen großen Schritt nach vorne machen. Und ich hoffe, dass diese Erkenntnis bröckelt so langsam und setzt sich durch. Aber es braucht seine Zeit. Wir könnten schon längst die ersten Raffinerien zur Herstellung von E-Fuel stehen haben, wäre diese Blockade nicht künstlich aufgebaut. Vielleicht kann ja genau die Formel 1 hier diesen in Anführungszeichen Katalysator, ich weiß, das ist vielleicht das falsche Wort dafür, aber spielen. Ich meine, die Formel 1 war, das sagt ja auch Formel 1-Boss Ross Brawn, die war ja schon immer eigentlich eine Vorreiter- und Vorbildfunktion für kommende Generationen, für neue Technologien, nicht nur, aber auch, vor allem in der Automobilindustrie. Vielleicht kann die genau das jetzt mit antreiben, wenn sie es gescheit angehen, was ja auch keiner wirklich weiß oder keiner darüber redet, dass die Formel 1 bereits jetzt schon einen, wenn nicht den effektivsten Hybridmotor überhaupt hat und auch keiner wirklich darüber redet. Vielleicht machen sie das jetzt alles in einem Schwapp mit und pushen quasi wirklich dieses Thema der E-Fuels. Wir haben das ja in der Zeitschrift Pitwalk sowieso immer zu packen. Wir haben ja eine eigene Rubrik Going Green, wo wir uns mit Mobilität der Zukunft beschäftigen. Natürlich mit E-Autos, aber eben auch mit anderen Techniken. Wir haben schon mal das, was in eine ähnliche Richtung geht, was Sie, Herr Klein, erzählen, was Audi in Werlte für eine Anlage stehen hat, für synthetische Kraftstoffe.
Die sind da ja auch ein Vorreiter gewesen irgendwann einmal. Die wollten das sogar nach Le Mans bringen, ja. Diese Art der Befeuerung ihrer Autos. Das ist aber vom Veranstalter damals noch abgelehnt worden. Also das Umdenken im Motorsport, das beginnt da jetzt auch gerade erst. Wie gesagt, am Nürburgring wäre es eigentlich ein Elfmeter ohne Tormann für sie, wenn sie da ihr Auto in diese Klasse, wo auch Smudo beispielsweise fährt mit seinem Biodiesel und wo die Erdgasautos fahren, da wäre ja das ideale Betätigungsfeld für sie, wenn sie ohnehin schon in der NLS engagiert sind. So ist das. Da haben wir auch gute Beziehungen hin und da arbeiten wir auch an der gesamtheitlichen Lösung, auch den Nürburgring grün zu machen. Und dazu gehört auf jeden Fall auch der Breitensport Formel 1, der dann mit E-Fuels hoffentlich betrieben wird. Mhm. Dann danke ich Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich glaube, das hat schon viel dazu beigetragen, diese abstrakte Diskussion oder den abstrakten Begriff, der da im Formel-1-Umfeld rumgeistert, ein bisschen mit Leben zu erfüllen.